Huhu, Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Danke fürs Einschalten und das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben bei dieser Kentra-Ausgrabungsstätte, genau. Da unten steht's und wir haben hier schon ein bisschen rumgespielt mit Laguna, Wart und Kiros. Und ja, ein paar neue Gegner getroffen. Zum Beispiel diese komischen Soldaten hier, Estha-Soldaten. Mit ihren coolen Anzügen, wie Laguna findet. Ja, wir haben so ein paar Fallen ausgelegt. Vita hast du? Ja, können wir mal machen. So, ansonsten wollen wir dich natürlich wieder versteinern, Freundchen. Denn wir brauchen für unseren Steingarten noch ein paar Skulpturen. Komm her! So, heute geht's weiter hier in dieser Ausgrabungsstätte, die wirklich sehr mysteriös aussieht. So, wenn jetzt keine neuen Gegner kommen, werde ich es wieder rausschneiden. Ja, doch, ich glaube, ich muss hier lang. Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen selbst den Weg blockiert, indem wir halt alles zugestellt haben. Aber man hat immer noch ein paar andere Ausweichmöglichkeiten, um hier von einem Ort zum anderen zu kommen. So, genau, die Trap Holes haben wir nämlich gelegt. So, jetzt gehen wir hier erstmal geradeaus weiter. Und mal sehen, was wir da noch finden. Ja, ich habe übrigens jetzt mal wieder ein paar neue Trailer gesehen von dem neuen Final Fantasy X Remake, was rauskommt. So, es war wieder ein Estha-Soldat. Ja, wie gesagt, von dem Final Fantasy X Remake habe ich so ein Video gesehen bei YouTube. Oh, da liegt eine lustige Bombe. Und es sieht wirklich sehr gut aus, muss man sagen. Also komplett in HD überarbeitet. Na, jetzt. Was ist das denn? Zwei Lunden und ein roter und ein blauer Schalter? Ein Auslöser für Dynamit vielleicht. Aha, aha. Die blaue, kürzere Lunte ist für den Fels hier. Und die lange rote für den Fels irgendwo da hinten, okay? Oder? Hey Laguna, willst du etwa Sprengsätze zünden, von denen du nicht einmal die Menge weißt? Ah, das passt schon. Wenn hier der Zünder liegt, heißt es, dass wir hier in Sicherheit sind, gell? Jetzt trifft es da wieder ins Bayerische ab, der gute Laguna. Mag ja sein. So. Was mache ich jetzt? Ach, der Laguna, ey, der sabotiert hier alles, was er findet. Na gut, ist ja immerhin der Feind Estha. So, wir fangen mal an mit dem roten Schalter, der irgendwie weiter hinten ist. Und los. Klick, klick, klick. Volle Deckung! Fire the hole! Hier sind wir sicher. Wir können ganz beruhigt sein. Wow, wow. Das war aber ziemlich nah. Oh, jetzt rollt der Stein da los, okay. Hoffentlich haben wir damit keinen Schwachsinn gemacht. Oh, Scheiße! Okay, Ausgang verstopft. Und klick, 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 klick. So, Falltür Nummer 2 ist offen. Ja, dann könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was jetzt passiert, wenn wir den anderen Schalter drücken. Das war ein ziemlich großer Knall. Von wegen, wir können beruhigt sein. Ich habe auch nicht... Habe ich euch das nicht gesagt? Man sollte vorher die Menge des Dynamits überprüfen. Das habe ich doch gesagt. Tja, war das ein bisschen umsichtiger als du. Ist doch egal. Uns ist ja nichts passiert, oder? Ja, nochmal mit dem Schreck davon gekommen. Aber der gute Laguna will natürlich auch noch die zweite Lunte zünden. So, und jetzt den blauen Schalter. Klick, klick, klick. Gleich kommt die Explosion. Nichts weg hier. Sieht aus wie so eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, das Ding da. Dieser Auslöser. Da nehmen sie aber die Beine in die Hand. Hat jetzt eher so ein bisschen gepufft, also so laut war es jetzt nicht.
Oh, shit! Wer macht denn jetzt so eine Scheiße? Flup! So, und Zugang versperrt. Und klick, 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 klick. Auch der letzte Schalter ist offen. So, damit haben wir alle Traps gesetzt. Es war leiser, als ich es mir vorgestellt hatte. War das schon die Explosion? Habe ich euch nicht gesagt. Hier sind wir sicher. Ja, na gut, das war reines Glück, würde ich sagen. Naja, wie auch immer. Wir gehen erstmal, oder? Warte, müssen wir hier hoch? Ich gehe erstmal nochmal hier rechts gucken. Mal ein bisschen unser Werk hier beobachten. So, ich zeige euch einfach mal ein bisschen noch hier rum von der Lunatic Pandora. So heißt diese Forschungseinrichtung nämlich. Aber was es damit auf sich hat, das erfahren wir erst später. So, da geht's noch raus zu einem kleinen Garten. Und so kommen wir jetzt nämlich wieder zu einem früheren Zeitpunkt. So, und da geht's wieder rein in die Station. Badum. So, kommen wir beim Speicherpunkt raus und ich denke... Oder auch nicht. So, ich denke, wir können mal kurz speichern hier. Das wollte ich nämlich sagen, bevor mich dieser Estasoldat unterbrochen hat. Das war wieder so ein Grünling, da musste ich wieder wegrennen. So, okay, jetzt ist also meine Memory Card hier voll, dann probieren wir gleich mal die zweite aus. Nicht formatiert, formatieren, okay. Noch nicht mal CD1 vorbei und wir haben schon eine Memory Card voll. Naja, eventuell muss ich noch mal ein bisschen was überspeichern dann später. So. Gehen wir hier wieder hier hoch. Oh. Da gehen wir später erst hin. Dann gehen wir doch mal ein bisschen zurück wieder. Das ist nämlich das Level, der Levelausgang. Aber ich möchte noch ein was machen. Um genau zu sein, zwei was machen. Zum einen diesen Feld hier anklicken. Hm? Wow! Ist das oder? Oh, Scheiße! Das war knapp. Das kommt davon, wenn du alles wie ein Kleinkind anfasst. Du sollst nicht so herumzappeln, du Zappel-Philipp. Ist doch nicht so wild. Seid mir dankbar, schließlich sind wir den Gegner losgeworden. Ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gott, bin ich genial. Welche zwei Fliegen? Frag mich nicht. Laguna Logik. So, ziehen wir noch ein bisschen Vita hier. So, da bin ich wieder ein erster Soldat. So, und da bin ich wieder. Das war ein Gasper. Den habe ich wieder umgewandelt. So. Was ich jetzt noch machen will, eigentlich sind wir jetzt hier soweit fertig, aber ich würde euch gerne noch einen anderen Gegner zeigen, den es hier, glaube ich, gibt. Und den gibt es hier in der Gegend. Und ich werde mal ein bisschen rumsuchen und wenn ich ihn habe, dann hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. So, und da ist der Gegner, den ich haben wollte. Das ist nämlich der sogenannte Invictus. Den analysieren wir gleich mal. Oh, der hat Anti-Z. Guter Zauber. So. Mal gucken, was dieser komische Lampenschirm so drauf hat. Eine Flugwaffe aus Estar, das zur Bekämpfung von feindlichen Truppen entwickelt wurde. Sie verwendet ihre vier Beine zum Angriff. So, hohe Körper- und Geistwerte und schwach gegen Elektro. Über Donner. So, und 700. Gut. So, ich will auf jeden Fall was klauen von dem Kerl. Komm mal her, Kumpel. Fehlgeschlagen, Mist. So, es hat ungefähr 600 noch. Bitte noch ein Versuch, mein lieber Laguna. Schade, bloß ein Dynamo-Stein. Den will ich eigentlich nicht unbedingt haben. Der hat nämlich eigentlich ein besseres Item, aber wahrscheinlich hat er das erst
auf einem höheren Level. Das kann auch manchmal sein, dass Gegner auf höherem Level bessere Items dann haben. So, aber wir können ihn in eine Karte verwandeln und die ist auch gut, denn die bringt uns ein Eisenrohr ein, wenn wir sie umwandeln. Auf jeden Fall auch sehr nützlich. Okay. Ja, den Dynamo-Stein ist natürlich auch nicht so schlecht. Da können wir Blitzgar draus herstellen. Gut. Dann hätten wir hier alle Gegner gesehen. Und auch alle Gebiete, soweit ich weiß. Deswegen können wir jetzt getrost weitergehen. So, der Feld hat übrigens den Gegner verscheucht und der bleibt uns jetzt am Ende erspart, sonst hätten wir den noch zusätzlich bekämpfen müssen. So, das war wieder ein Gaspar zwischendurch, von dem wir wieder ein schwarzes Loch bekommen haben. Gut, ja, speichern brauchen wir glaube ich nicht nochmal. Gehen wir jetzt mal hier hoch, wo wir erst schon hin wollten. Wo wir schon den Ausgang gesehen haben und das rettende Meer. So, Leute, ich mache mal kurz ein Save State. So. So, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Ich muss mal ein bisschen jetzt umkoppeln. Und zwar... Kiros braucht jetzt erstmal nicht Karte. Dann machen wir mal GF rein. Gut. Ja. Das sollte klappen. Oh oh. Und da kommen schon zwei Gesellen an. Ist das etwa das Empfangskomitee? Eine aussichtslose Situation? Tja, wir haben einen fetten Abgrund im Hintergrund und vor uns die Gegner. Aber normalerweise werden das viel mehr Gegner. 4 oder so. Plus dadurch, dass wir den Felsen da weggerollt haben zum Schluss, haben wir jetzt weniger Gegner zum Besiegen. Und durch unsere Fallenaktionen und so. Gut, ja. Ihr seht jetzt, das sind diese grünen Gegner. Die können wir also nicht versteinern. Das kann man so oft probieren, wie man will. Das bringt einfach nichts. Deshalb werde ich mal euch ein Limit zeigen. Und zwar werde ich mal ein bisschen den guten Kiros angreifen, weil sein Limit ist ziemlich cool. Wie ich finde. So. Jetzt pennt er ein. So, wir können übrigens auch mal versuchen uns selbst zu analysieren. Mal gucken, ob das geht. So, du kannst mich auch ein bisschen angreifen. So, bei einem Gegner werde ich euch das Limit zeigen, die anderen Gegner werde ich mit einer GF besiegen, damit die GF die zusätzlichen AP-Punkte bekommt. So, was ist denn das für ein Kerl? Zeig mal her. Wart, ein extrem kräftig gebauter Mann. Seine Waffe ist eine megatonnenschwere Harpune, die er dem Gegner aus dem Handgelenk zuwirft. Okay, wir haben sehr viel AP. Und absorbieren das? Sind wir auch schwach gegen irgendwas? Nee. Ja. Also man kann auch seine eigenen Teamkollegen analysieren, ist auch manchmal ganz witzig. So, ich will halt bloß Kiros jetzt mal in den gelben Bereich bringen. Es wäre nett, wenn die Herren Gegner auch mal Kiros angreifen würden. Nicht mal Laguna! Und sein Limit will ich eigentlich nicht machen. So, jetzt verreckt mir aber nicht, ne? Ich gehe wieder auf Laguna, die Penner. Okay. Item Phönixfeder. Komm, tu es. So, dann müssen wir erstmal die Laguna jetzt heilen. Weil es diese Vollpfosten ja nicht hinkriegen, mal die richtigen anzugreifen. Laguna ist ja Squall. Hat ja Squalls Werte und er hat halt schon sehr viele Erfahrungspunkte erhalten jetzt. Deswegen will ich nicht, dass er jetzt hier noch das Limit macht. Es wäre sogar gut gewesen, wenn er gestorben wäre. Aber ja, umso mehr Erfahrungspunkte kriegen die anderen dann wieder, das ist auch wieder doof. Die gehen immer auf der Laguna, die Penner. So. Immer noch nicht im gelben Bereich. Ich heile nochmal die guten Laguna.
Der steckt doch ganz schön viel ein hier bei dem dummen Eisradzauber von denen immer. Sehr schön. Wieder fast voll HP. Greif dich wieder schön an. Nein, ich verfehle. Angreifen. So, jetzt müsste doch langsam mal im gelben Bereich sein, der Kerl. Ich finde Kiros Limit am coolsten. Deswegen will ich euch das am liebsten zeigen. Danke für die Heilung. Hat Laguna wirft einfach so eine Granate auf den Gegner und Kiros Wart springt halt in die Luft und stürzt sich dann mit seiner Harpune auf den Gegner. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Aber Kiros Limit ist schon ganz cool. Jetzt ist er ausgewichen, der Idiot! Mann! So, du nochmal und du nochmal, dann sollte es eigentlich langsam mal soweit sein. Ja genau, zauber mal Eis rauf auf mich. Also nach den Angriffen soll es jetzt auf jeden Fall soweit sein. So. Gut. Du wartest mal kurz. Jetzt warten wir, bis das Limit kommt. Da ist es. Blutschmerz. Und auf den Arm. So, danach können wir ihn wieder hochheilen. Denn dann werde ich seine GF ausführen. Siren werde ich wahrscheinlich machen. Oh, Blutschmerz. Und da geht er down. So, ist halt übrigens auch ein Pflichtkampf, aus dem wir nicht fliehen können. Deswegen kann ich hier auch nicht wegrennen vor den Gegnern. So, und machen wir mal Siren auf den. Wenn der Kerl wenigstens ordentliche Zauber hätte, könnte ich auch mal ein bisschen was klauen von dem oder ein bisschen was drawen. So, und jetzt machen wir hier fleißig Button Smashing und hauen wie wild auf die Viereck-Taste drauf. Da Kiros ja die guten Magiewerte von Selfie übernommen hat, sollte das auch ordentlich reinhauen jetzt. Aber wir werden sehen, der Gegner wird nicht so schnell aufgeben. Der hat noch einen guten Finishing-Move drauf. So, das wird es aber trotzdem gewesen sein für dich, Kuppel. Okay, 340 ist vielleicht doch ein bisschen knapp. Muss ich vielleicht doch nochmal... Ah doch, Seelenschmerz. Bam. Und bam. Wow. Haut Kiros und wartet auf 1 HP runter. Ja, das ist gescriptet gewesen. Das macht er immer als Finishing Move, dass er auf diese beiden geht. Das ist ein story-relevanter Zug von denen. So, jetzt haben wir halt ein paar HP-Erfahrungspunkte bekommen. Naja, kann man nichts machen. Seht mal, das Meer! Das ist unsere Rettung. Wir können nach Kalbadja zurück. Normalerweise nennt man das in der Klemme stecken. Wenn man vom Teufel spricht, kommt er wirklich und holt dich. Das hat Oma immer gesagt. Das ist aber eine sehr weise Großmutter. Wenn man vom Teufel spricht, wie recht deine Oma hat. Was ist? Er wurde am Hals erwischt. Er kann nicht sprechen. Ja, leider ist der gute Wart ab jetzt stumm. Wie bitte? Es war schön, Laguna Kiros mit euch. Gelbe Karte, Wart. Sowas sagt man nicht. Wenn du noch einmal sowas sagst, gibt's die rote. Als Strafe gibt's Kaugummi ins Gesicht. Ja, liegt halbtot auf dem Boden und bekommt noch Kaugummi ins Haar. Nicht ins Gesicht. Tja. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Na, willst du dich rächen? Dann hebt dein Arsch! Hm, da kommt nichts mehr. Oh! Ganz schön hoch, oder? Seht mal, Kreuzer, wir klauen einen! Normalerweise nennt man das Boote. Zum Glück hat es Kiros nicht auch am Hals erwischt. Meinetwegen Boote. Wir fahren damit nach Kalbadja. Steht auf, steht jetzt auf. Es wird alles wieder gut. Also die sehen ziemlich fertig aus. Was hast du vor, Laguna? Du Idiot! Oh, Platsch. Oh oh. Jetzt ist das Meer gleich leer. Arschbombe! Boah. Das war eine fette Wasserwelle. Ihr seid echt mutig. Normal springt hier kein Mensch runter.
Jetzt fängt der Nachbarn an zu bohren. Ich tick aus. Moment. Ah, ich kann nicht Stopp machen. Ah, Scheiße! Okay, auch eine ziemlich hohe Wasserwelle. Okay. Traum ist vorbei. Wir sind wieder back to reality. Unsere Kameraden sind noch alle down. Oh, okay. Und Squad ist wieder zurück bei den Lebenden. Und die anderen Mädels erholen sich auch sehr gut. Hätten wir das geschafft? War das wieder Laguna? Okay, Leute, ich mache an der Stelle mal Schluss, weil meine Nachbarn hier rumkrakeelen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Final Fantasy VIII, wo wir dann zum Galbadia Garden vorstoßen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.